Speedrun dreht sich alles bekanntlich um fetten Sound, aber hier auf der Rennstrecke geht's noch fetter zu. Hört mal rein. Lara war für euch auf dem Norrisring. Hier findet im Rahmen der DTM der Porsche Carrera Cup statt. Dieses Auto ist wirklich ein Traum, aber ich habe die Chance, da mitzufahren, ab zur Rennstrecke. Das ist der Sound von 450 PS und da fahre ich gleich mit. Also in dem Auto hätte ich mir die Wimpern nicht schminken können, das muss ich sagen. Aber es war wirklich richtig geil. Ich muss dem Auto nochmal hinterher schauen, das ist so cool. So, das Auto haben wir jetzt in Action gesehen, aber ich möchte wissen, was da drin steckt und das erklärt mir jetzt der Tim. PS 450 sind drin, das weiß ich mittlerweile. Was ist sonst in diesem Auto noch? In dem Fahrzeug steckt immer jede Menge Leistung, wie du gerade schon gesagt hattest. Wir haben ein Gesamtgewicht von 1260 Kilogramm ohne Fahrer und ohne Treibstoff. Und dann beschleunigt das Auto von 0 auf 100 im Optimalfall beim Start so um die, ja, ich sag mal, 3,5 bis 4 Sekunden, je nachdem, wie man vom Start wegkommt. Also es geht schon richtig voran und wird richtig in den Sitz gepresst. Wie viel Sprit verbraucht denn so ein Auto? Wir haben jetzt hier bei dem Auto, ich sag mal, einen circa Spritverbrauch um die 40 bis 45 Liter. Das hört sich natürlich sehr viel an, aber das Auto dreht halt immer im Maximalbereich. Das heißt, ich sag mal, wir haben einen Maximaldrehzahlbereich von 8500, 8600 Umdrehungen. Und wer sein Auto von zu Hause aus kennt und es meistens auch, ich sag mal, auf der Autobahn immer richtig ausfährt, sieht halt auch, wie schnell die Tanknadel immer fällt. Die Knöpfe auf dem Lenkrad, das ist bestimmt nicht für die Radioanlage oder für Klima. Es ist ein Navigationssystem, nein, Quatsch. Also wenn der Fahrer schon die Strecke nicht im Kopf hat, dann ist er hier falsch. Aber wir haben einige Knöpfe, das ist richtig. Unter anderem, ich sag mal, den Speedlimiter, wenn er in die Box kommt. Wir haben eine Speedlimit-Geschwindigkeit von 60 km/h. Drückt er diesen Knopf, fährt im zweiten Gang halt in die Box. Also dann kommt ein Zündunterbrecher rein, bleibt halt voll auf dem Gas halt auch stehen. Oder er könnte halt voll auf dem Gas stehen bleiben und regelt sich dann auf 58 km/h ein. Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, mit dem Rennsport anzufangen oder das überhaupt zu machen? Ja gut, ich bin selber früher gefahren, Slalom, Berg und Rundstrecke. Daytona, ich war in Amerika für 3-4 Jahre auch drüben, da haben wir 24 Stunden Daytona gewonnen. Und den Carrera Cup, den mache ich eigentlich schon immer seit 1990. Mein Herz schlägt für immer Dorschmack. Ist es schwierig, gute Fahrer zu finden? Wirbt man die dann ab von anderen, wie im Fußball? Ja gut, ich hab ja auch große Sponsoren gehabt, dann habe ich dementsprechend auch mir die Fahrer herangezogen, die mir ausgesucht und wir haben ja den Porsche Cup auch viermal gewonnen oder dreimal gewonnen und viermal den Supercup gewonnen und ich habe dann immer wieder die besten Fahrer gehabt auch. Ich habe auch Fahrer ausgesucht. In einem Team steht und fällt auch mit den Fahrern, ja. Dass man eingespielt ist, dass man weiß, wenn das Auto reinkommt, was es zu machen war. Gut, ich bin im Prinzip ein Quereinsteiger im Motorsport. Ich habe mit 15 Jahren angefangen, habe den ganzen Kartsport überhaupt nicht mitgemacht. Bin mit 15 Jahren bei VW und beim ADAC durch eine Sichtung durchgegangen, wo ich mich für den ADAC VW Polo Cup dann beworben habe. Und dann bin ich 3 Jahre Polo Cup gefahren, bin Dritter in der Meisterschaft geworden und habe dann mit 18, 2007 war das, direkt den Sprung in den Porsche gemacht. Und bin jetzt im 4. Jahr im Porsche Carrera Cup unterwegs. Autos haben mich schon immer fasziniert. Ich wollte auch liebend gerne immer Kartsport machen, aber mein Vater hat es mir immer verboten, weil es ihm irgendwo doch zu gefährlich war. Und dann habe ich mir halt mit 15 eine Alternative gesucht und auf den Polo Cup gestoßen. Von daher war Rennsport schon immer meine große Leidenschaft, das, was ich auch machen wollte. Wie hast du angefangen mit dem Autorennsport? Ja, und zwar mit 9 Jahren hat mich meine Mutter auf eine Kartstrecke geschleppt. Lustigerweise meine Mutter und nicht mein Vater. Und ich war eigentlich sofort infiziert, nachdem ich das erste Mal im Go-Kart saß und die Frage hat sich für mich dann nicht mehr gestellt. Also ich wollte unbedingt racen und jetzt fahre ich Porsche. Der Druck von der Familie, kommt da oder gibt es da eigentlich gar keinen? Also nee, mein Dad gibt mir eigentlich nur Tipps, genauso wie mein Bruder, aber Druck ist eigentlich das Schlimmste, was ich jetzt gebrauchen kann. Und der Druck, der wird dann erst noch kommen, glaube ich. Ich bin ja bei dir mitgefahren und das ging ja richtig schön an die Wand ran. Und ich habe gehört, dass im Rennen es noch näher dran geht. Hast du da keine Angst?
Nee, das spürt man eigentlich als Rennfahrer, wie weit man da an die Wand ranfahren kann. Also wenn der Spiegel an der Seite an der Wand kratzt, dann ist man richtig dran. Ich denke, das ist irgendwo der Reiz an der Sache, bis ganz an die Mauer ranzufahren mit den Geschwindigkeiten. Und es ist halt immer so, wir gucken halt nicht zur Mauer. Wenn man in die Mauer reingucken würde, denke ich mal, wird man auch reinfahren. Wir gucken halt immer woanders hin. Und von daher ist es halt im Motorsport ganz normal, dass man da, wo Asphalt ist, da fährt ein Rennfahrer auch lang, egal ob da jetzt eine Mauer oder eine Wiese ist. Ist es im Bob schneller oder hier im Rennwagen? Wir sind natürlich im Rennwagen schneller, aber dafür ist es bei uns etwas runder. Wie schnell ist es? Also ich glaube, er gibt ganz schön Gas und es gibt einfach mal einen Eindruck, was die Jungs dort wirklich arbeiten müssen. Und wenn man sieht, wann die Jungs bremsen und wann wir bremsen würden, ich glaube, da ist ein himmelweiter Unterschied. Es ist schwierig eigentlich, so ein Team zu haben, jetzt vom Finanziellen her. Ja gut, ich meine, die ganze Sache muss auch finanziert sein. Wenn man jetzt alles selber bezahlen müsste, das würde gar nicht gehen. Früher, wie ich angefangen habe, war es kein Problem. Habe ich alles eigentlich selber bezahlt. Ich bin dann oft mit einem Satz Reifen vielleicht zwei Rennen gefahren. Das geht gar nicht mehr. Du musst Material kaufen, musst testen und so. Und das bringt natürlich oder treibt natürlich die Kosten auch in die Höhe. Und das kann jemand, der wo keinen Sponsor hat, eigentlich gar nicht betreiben. Wir unterstützen mit der Firma ESET ein Team, das im Porsche Carrera Cup fährt, das Farnbacher Team und speziell den Fahrer Niklas Kentenich, und versuchen gemeinsam ein Stück des Weges voranzukommen. Der wirkliche Grund ist eigentlich, dass wir was mit Sicherheit der Menschen zu tun haben, mit Sicherheit der IT-Systeme. Und da sind wir hier bei dem Porsche-Team von Farnbacher sehr gut aufgehoben. Dort haben wir also auch hervorragende Leute, die sich um die Technik kümmern und die Technik beherrschen, mit der sie umgehen. Und das wünschen wir uns eigentlich auch für alle Computeranwender. Christina, was machst du auf der DTM? Ich bin jetzt schon zum vierten Mal hier bei der DTM dabei. Und wir haben bis jetzt eigentlich immer gespielt, hier in der Boxengasse eben, die dann immer rappelvoll ist, weil ja die Leute da hautnah irgendwie in die Boxen rein können und Autos begutachten können. Und ja, das ganze Geschehen einfach beobachten. Ich finde das immer bei der DTM super, weil wir eben spielen können, neues Publikum mehr oder weniger erobern können, die uns noch nicht kennen, und gleichzeitig da in was reinschnuppern dürfen, was wir halt nicht täglich zu Hause haben. So, das war's vom Porsche Carrera Cup 2010 vom Norisring aus Nürnberg. Tschüss, eure Lara.